Er sah die Zeichen, welche Gott durch Paulus geschehen ließ, welche in ähnlicher Weise auszuführen die Weisen zu schwach waren und welche die Philosophen in Staunen versetzten. Timotheus trat in die Versammlung von Paulus und legte in seine Hand das Bekenntnis an den Herrn Christus ab. Timotheus wurde auf den Namen der heiligen Dreifaltigkeit getauft. Er sagte sich los von den Gottheiten seiner Väter und ihren Satzungen. Timotheus unterließ es auch, das Gesetz seiner Mutter zu beobachten. Dann wurde Timotheus ein Schüler und Jünger des Apostels Paulus, folgte ihm auf vielen seiner Reisen und trug mit ihm die Beschwerden. Es trafen Timotheus viele harte Schicksale und sehr zahlreiche Trübsale. Später erwählte ihn der Apostel Paulus zum Bischof für die Stadt Ephesus, auch in Kleinasien. Als Timotheus dorthin kam, verkündete das Evangelium von Christus und führte viele von den Einwohnern zum rechten Glauben. Er taufte sie auch. Dann predigte Timotheus in vielen benachbarten und entfernteren Städten. Der Apostel Paulus schrieb Timotheus zwei Briefe, worin er ihn zur Ausdauer im Unterrichten ermahnte und Timotheus unterwies, wie der Bischof, der Priester und die Diakone sich verhalten sollen. Paulus warnte Timotheus vor den falschen Aposteln und schärft ihm ein, niemandem die Hand aufzulegen, der dessen nicht würdig oder nicht vorher geprüft sei. Paulus nennt Timotheus seinen Sohn und seinen Freund und schickte durch ihn vier Briefe. Der erste an die Korinther, der zweite an die Philipper, der dritte an die Thessalonicher und der vierte an die Hebräer. Als Timotheus die ihm anvertraute Herde Christi hütete, ihren Verstand durch Lehre und Ermahnung, durch Verbote und Tadel erleuchtete und unablässig die Juden, die Griechen unterrichtete und widerlegte, wurde eine Menge Juden auf Timotheus neidisch. Sie vereinigten sich gegen Timotheus in Ephesus und töteten ihn. Einige der dortigen Gläubigen begruben seinen Körper an einem Tag wie der heutige. Als Konstantin zur Regierung kam, sorgte er für die Überführung seines Körpers von Ephesus nach Konstantinopel. Seine Ankunft dort erfolgte am 27. Tuber und auch an diesem Tag wird dem Apostel Timotheus ein Fest gefeiert. Seine Gebete seien mit uns. Amen. An demselben Tag ging zur seligen Ruhe der große Vater Ambakirellus IV., der 110. Patriarch unter dem Patriarchen Alexandrias. Dieser Vater wurde in der östlichen Ortschaft El Sawam'a in der Gegend Gerga geboren. Seine Eltern waren fromme Leute. Sie nannten ihren Sohn David. Davids Vater schenkte seinem Sohn die beste Erziehung und Ausbildung in dieser Zeit. Als David 22 Jahre alt wurde, begab er sich nach dem Kloster des heiligen Antonius, weil er kein Verlangen nach vergänglichen weltlichen Gelüsten empfand. Im Kloster des heiligen Antonius übte der heilige David viele Tugenden und machte strenge gottesdienstliche Übungen. Dies veranlasste den Presbyter Athanasius, der Vorsteher und Abt des Klosters, diesen tugendhaften David mit dem Mönchsgewand zu bekleiden. Zwei Jahre danach verschied der Vorsteher und Abt des Klosters. Die Mönche des Klosters kamen überein,
diesen Vater David über sich als Vorsteher und Abt zu bestimmen. Aber Petrus, der 109. Patriarch, weihte den Vater David zum Vorsteher des Klosters. David kümmerte sich um die Angelegenheiten des Klosters und der Mönche in bester Form. Der heilige David besaß große Erfahrung im Leben und beherrschte gleichzeitig alles, was mit dem Glauben zu tun hatte. Als einmal eine Auseinandersetzung unter den Äthiopiern in Glaubensfragen stattfand, wurde dieser Vater um Rat gefragt. Der Patriarch Abba Petrus ließ Vater David zu sich kommen und beauftragte ihn, nach Äthiopien zu reisen, um den Streit zu schlichten. Vater David erfüllte seinen Auftrag noch einmal in bester Form. Er kehrte aus Äthiopien zurück am Samstag, den 13. Juli des Jahres 1852 nach Christus. Patriarch Petrus war aber schon am 15. April des Jahres 1852 zur Ruhe gegangen. Als das Volk sich einen neuen Hirten wählen wollte, gingen die Meinungen auseinander. Denn einige wählten den Vater David als Nachfolger für den verstorbenen Papst, wobei andere sich einen anderen Hirten aussuchten. Zuletzt kam man überein, den Vater David als Erzbischof zu weihen, was dann im Jahre 1853 nach Christus geschah. Vater David blieb in diesem Dienst 14 Monate, während denen er sich von seiner besten Seite zeigte. David wurde für würdig befunden, als Patriarch eingesetzt zu werden. Dies fand am 28. Baschans des Jahres 1571 der Märtyrer 1854 nach Christus statt. Vater David erhielt nun den Namen Kyrillus der Vierte. Er bemühte sich sehr in der Erziehung der Jugendlichen und deren Belehrung. Aber Kyrillus errichtete eine große koptische Schule im Patriarchat sowie eine andere Schule in der Sakakini-Gasse. Er hat auch eine Schule für die Mädchen errichtet. Abba Kyrillus schrieb vor, dass die koptische Sprache in diesen Schulen unterrichtet werden müsse. Dieser Vater kaufte auch eine Druckerei, in der er viele geistliche und kirchliche Bücher drucken ließ. Es ist das Verdienst dieses Vaters, dass die Kopten fortschrittlicher werden konnten als andere. Aber Kyrillus riss das alte Patriarchat ab und ließ ein neues bauen. Es gelang ihm aber nicht, das Patriarchat fertigzustellen, weil er nach Äthiopien verreisen musste. Dieser Vater war ein sehr gebildeter Mensch in echt, der sich streng an die Gesetze der Kirche hielt, also gleichzeitig. Er war sehr freigebig und beliebt bei seinem Volk. Er wurde auch als Vater der Reformation in der koptischen Kirche genannt. Vater Kyrillus ging zur seligen Ruhe am 23. Tuba des Jahres 1577 der Märtyrer 1861 nach Christus, also kurze Zeit als Patriarch, aber sehr reiche Zeit. Seine Gebete seien mit uns allen. Amen. Ehre sei unser Gott in alle Ewigkeit. Amen.